Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute geht es mal um den TV-Man. Leute, wer kennt den TV-Man nicht? Er ist aus dem Skibidi-Toilet-Universum und gehört zu der Seite der Cameraman. Und der TV-Man ist die neueste Waffe gegenüber den Skibidi-Toilets. Und heute werden wir uns mal anschauen, wie einige Leute den ganzen aus Lego nachbauen. Das erste Video, was wir uns anschauen, Leute, ist auf dem Kanal von Three-Way Gaming, Lego Upgraded, Titan TV-Man, Noob, Hacker vs. Pro. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, kanntet ihr schon den TV-Man? Falls nicht, dann lasst ein Abo da. So, wir haben einmal hier den Noob, Leute. Und yo, okay. Alles klar. Das ist schon Noob? Ey, wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, das, was ihr hier seht, also ich glaube nicht, dass das Noob ist. Also da muss ja das, was ich früher gebaut habe aus Lego, da muss ich ja Ultra-Noob sein. Yo. Okay, der sieht nicht schlecht aus. Der hat sogar Propeller, Leute. Der hat hier Speaker, da ist der Fernseher. Und hier haben wir diese ganzen Systeme, daraus kann er draus schießen. Und hier hat er sogar links, rechts und oben und unten sogar Stacheln. Ich finde, der sieht ganz gut aus. Einmal das THX-Soundeffekt eingefügt. Yes, yes, yes. Okay, was ist mit dem Beat los auf einmal? Okay, der ist deutlich, deutlich größer. Der ist auf jeden Fall deutlich größer. Okay, also man sieht eindeutig, jetzt hat man sogar hier diese Lautsprecher. Anstatt dass es ein Lego-Teil ist, hat man mehrere gemacht. Und der Fernseher ist plötzlich zu einem Widescreen geworden. Und die Propeller sind auch da. Aber ich bin ganz ehrlich, mir gefiel das Modell, das Noob-Modell, ein bisschen besser. Da waren ein bisschen mehr hier einheitliche Teile dabei. Aber wir haben natürlich noch den Pro. Und wie wird der aussehen? Wow, der Titan, der Titan. Warte mal kurz, warum greift er den an? Die sind auf der gleichen Seite. Oh, zu dem Zeitpunkt ist der Titan ja immer noch gehackt von den Skibidi-Toilets. Alles klar. Und jetzt haben wir die Hacker-Version. Skibidi-Bob, Bob, Bob, yes, yes. Wait, ihr wollt mir damit sagen, dass das Hacker ist einfach ein Bild? Was? Es ist einfach ein Bild. Ey, es ist ja nicht... Das ist für mich Noob. Der Pro ist für mich Noob. Die wurden vom ersten Modell immer schlechter. Also ich muss sagen, Hacker ist definitiv sehr, sehr, sehr noobig. Ja, aber wir haben noch ein weiteres Video und da werden wir uns mal anschauen, kann man das Ganze noch besser machen. Und zwar schauen wir uns, Leute, als nächstes auf dem Kanal von Brickfolk Skibidi Toilet Lego TV-Man Battle Pack Tutorial an. Also, Leute, hier haben wir alle ein Tutorial. Ich glaube, Lego sollte wahrscheinlich jeder von euch haben. Wir werden uns jetzt anschauen, wie kann man den TV-Man nachbauen. Let's go, Leute. So. Please like and subscribe und lasst einen Daumen nach oben da. Okay, so, okay, also Leute, hier haben wir einen kleinen Tipp. Wie macht ihr die Noob-Version? Ganz entspannt, ihr nehmt einfach Mann mit Anzug, dann nehmt ihr noch hier links und rechts diese schwarzen Handschuhe und dann macht ihr oben einfach ein, wie nennt man das, ein 1x1, nicht Slope oder so. Auf jeden Fall, dass auf allen Seiten diese Noppen sind. Die habt ihr. Dann macht ihr einfach, ja, 1x1 Fliesen drauf. Das ist auf jeden Fall das Ding. Jetzt haben wir schon Pro-Level. Und da benutzt ihr auch ein paar Schraubschlüsseltechnikteile. Und auch einige von diesen Slopes. Und ja, der sieht deutlich besser aus. Dann macht ihr, oh, die Achse habe ich nicht. Also ich habe kein so kreuzmäßiges Teil. Das habe ich nicht. Ah, okay. Hier benutzt man einen Blaster, also so eine Pistole benutzt man hier als Teil. Viermal jeweils. Und dann tut ihr das hier drauf, was zum Draufstecken. Nice. Dann macht ihr nochmal dieses eine Mal 4x4 mit den Fliesen. Hier müsst ihr aber eine Fliese haben, die bedruckt ist mit so einem Straßenübergang. Und ich weiß nicht, wo es diese Teile gibt. Ich glaube, die gibt es vielleicht bei Miniatursets. Vielleicht bei Diorama-Sets, zum Beispiel San Francisco oder so etwas. Oder es gibt sie irgendwo anders. Ich habe sie jedenfalls noch nie gesehen, deswegen kann ich nur abschätzen. Vielleicht bei Lego City. Irgendwo bei Lego City, so Fußgängerüberweg.
Aber da brauchst du halt sehr, sehr viele davon. Ihr könnt zur Not aber auch graue benutzen. Die soll ja darstellen wie ein Fernseher. Und jetzt, Leute, sind wir beim Hacker-Level. Und das Video ist gerade erst 57 Sekunden. Wir haben schon zwei Modelle. Aber 70% des Videos geht um dieses letzte Modell. Also, schauen wir mal rein. Okay. Ah, da haben wir, okay. Alleine die Beine. Okay, das kopiert man. Wie cool ist dieses Tool, by the way, dass er da einfach Lego-Teile zusammensammelt und die zusammensteckt und daraus ein Set bastelt. Das ist so nice. Also, ich finde das richtig cool, weil dann kannst du ja sehen, du baust die Modelle nicht in Real Life nach mit den Teilen, die du hast, sondern du baust es in dem Ding und dann siehst du, wie viele Teile du verbraucht hast und dann schaust du, ob du diese hast und wenn du sie nicht hast, dann bestellst du ein paar Teile nach oder baust sie woanders raus und dann hast du nicht diesen ganzen Suchstress. Ich als Kind hatte das so oft, Leute, dass ich Lego-Sets baue und mir fehlten gewisse Teile und dann habe ich die halt rausgebaut und durch ein anderes Teil in einer anderen Farbe ersetzt, damit die, ne, damit man die Farbseuche nach innen versteckt. Kennt ihr das? Das hatte ich früher gehabt. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall die Arme. Und hier hat man sogar sich die Mühe gemacht, eigene Finger zu machen. Also, yo. Aber das ist ein Teil, das kenne ich nicht. Dass dieses Teil, Leute, für die Finger. Ah, das sind diese, ja, ja, die steckst du hier rund rein. Und da ist ja so ein Loch. Da ist so ein Loch dran. Die Teile habe ich sehr oft. Ich glaube, beim Lego Bowser Set oder bei irgendwelchen Supersportwagen als Schaltgetriebe. Sowas zum Beispiel. Ja. Sehr nice. Oh, Piratenklingen. Hörner. Und jetzt hat man so eine Diamantenformplatte. Zweimal. Dann hier noch ein paar Schwerter. Die habe ich leider nicht. Aber das sieht echt gut aus. So vorne dieses Technikteil-Element. Dann hier ein transparentes, lilanes, ja. So eine Roundplate ist es nicht, ne? Alter. Oh, jetzt kommen schon wieder diese Fußgängerüberwege. Die kann man aber, glaube ich, öfter kaufen. Das sieht echt gut aus. Das sieht echt gut aus. So eine Box. Und die setzt man dann oben drauf. Okay. Ich glaube, das Set ist damit durch. Oh, und so sehen die Modelle fertig gerendert oder fertig gebaut aus. Und jetzt müsst ihr natürlich in die Kommentare schreiben, welches dieser Sets gefällt euch am besten. Also ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde den die Pro-Version, die sieht schon sehr cool aus, aber es fehlt halt der Rahmen, das muss man sagen. Also wenn man hier ein anderes Teil nehmen würde, wie zum Beispiel, dass hier so noch Noppen sind, dann montiert ihr diese Noppe und nimmt einfach so eine 1x2 Fliese und tut sie auf dieses Noppending, damit das ein bisschen hervorsteht, damit ihr so eine Box draus macht und dann könnt ihr den Fernseher haben. Das ist nicht schlecht. Ah, ja, das ist gerendert. Ja, das ist nicht echt gebaut. Aber es sieht auch irgendwie nicht so wie ein TV-Man aus, ne? Der sieht schon mehr aus, so ein bisschen wie Bionicle. Kennt ihr Bionicle? Einmal haben wir hier den TV-Man. Der sieht schon echt wie so eine Spinne aus, wie so ein Roboter. Und dann haben wir den hier. Ja, okay. Der sieht schon gut gemacht aus. Also der sieht schon sehr nice aus. Ja. Der ist denen richtig gelungen. Oh, und schaut mal, Leute. Die haben sogar den Speaker-Man. Und die haben den Webcam-Man. Die haben den Cameraman. Die haben alle. Also der Cameraman mit einer echten Kamera, der ist richtig gut. Aber Speaker-Man hat er richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Oh mein Gott. Skippy die Toilette aus Lego. Das ist ja so geil, wie das aussieht. Es fehlen die Haare. Yes, yes. The Toilet Army is coming soon. Leute, wollt ihr, dass wir uns diesen Kampf anschauen? Wenn ihr das wollt, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Lasst einen Like da, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, dann gibt es vielleicht zum TV-Man gegen die Skibidi Toilets den Kampf auf YouTube. Also, Daumen nach oben da lassen. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. ID ist raus und rein und ciao.